Weiter geht es jetzt mit dem ersten Damenkampf des heutigen Abends, oder des heutigen Nachmittags, besser gesagt. Regina Rosendahl gegen Calypso. Ja, und wer ist nicht da? Wir haben es zu Beginn der Intro ja gehört. Roman Pausch ist schon wieder nicht da. Ja, ich weiß nicht, ob sich der überhaupt noch blicken lässt bei Rings of Europe Shows. Der hat da einen Brand zu verantworten. Herr Peter, die Stelle, vielleicht ist die bald frei, wollen Sie das nicht übernehmen? Nein, also da, ich verstehe auch Roman Pausch zu gewissem Grade, denn was dem zugefügt worden ist bei den vergangenen Shows, da ja, ist es verständlich, wenn er lieber zu Hause bleibt. Ja, aber er hat private Probleme. Ich weiß nicht, was passieren wird, ob sich jetzt Pascal Hübner mehr um dieses Thema kümmern wird. Da ist die erste Dame, eine Debütantin, Calypso. Calypso aus Frankreich angereist. Kommen, Calypso, der Name kommt doch aus der Karibik, oder? Herr Peter, Calypso, das sind doch die Calypso-Klänge, oder? Ja, normalerweise würde man das eher in diesen Regionen zuordnen, ja, aber es gab natürlich auch französische Kolonien in den Gebieten, vielleicht daher. Also die Sonne hat sie nicht sehr oft gesehen in letzter Zeit. Also, aber wahrscheinlich auch, wie wir alle im Lockdown und im Homeoffice und wo auch immer, ihre Gegnerin, ja, sie haben es angesprochen, das ist die Regina Rosendahl. Regina Rosendahl. Das klang aber jetzt sehr holländisch, ja. Nicht finnisch. Ja, ich weiß, ich kann den finnischen Dialekt nicht. Das ist vielleicht auch besser. Ja, also aber ich könnte mir vorstellen, dass es so klingt in der Leine. Also finnisch würde ich eher etwas trocken oder so wie Mika Häkkinen von mir, vielleicht so Regina Rosendahl. In dieser Richtung vielleicht, ja, aber das, Rosen. Also nein, aber wir wollen ja hier nicht Klischees bedienen, das machen wir nicht mehr in of Europe. Natürlich nicht, sonst gibt es wieder einen Aufschrei auf Ice Cream, ganz dann müssen Sie wieder dann muss arbeiten. Ich, muss ja, ich dann wieder arbeiten und ganz kann weiß, dann Nachschichten einschieben. Widmen Sie sich jetzt bitte dem Outfit hier von Regina Rosendahl, das ist ein ganz wichtiges Thema bei den Frauen. Sie ist dann angezogen, denn Kleider machen Leute. Ja, das gilt genauso ist dafür, die also schauen Sie sich das an, das hat die. Das ist die Ice Queen, da ist es natürlich legitim, dass sie... Da könnte sie glatt bei Holiday on Ice antreten, mit diesem Outfit. Das denke ich auch. Ja, ob sie dann einen Rittberger springt, oder einen Doppelachsel. Ja. Aber auch Calypso, muss ich sagen, sehr professionell. Ja, wie gesagt, die Damen haben da auch, muss ich sagen, einen besseren Stil als manche Männer, was das Outfit betrifft. Oh, faire Geste. Oh. Ich sehe jetzt beide Damen zum ersten Mal, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe etwas Angst um Calypso. Ja, das, wir hatten schon schwergewichtige Damen bei Glam, wie zum Beispiel eine Dominita, und die, da gibt es ja, Vergleiche. Die hat ähnliche Proportionen, die Regina Rosendahl, also da wird Calypso sehr schwer haben. Ja, aber Rosendahl zeigt erstmal ihr technisches Können. Aber Calypso hält dagegen, kommt ihr. Ja, das ist Showboating. Das ist einfach nur Showboating. Das bringt gar nichts. Ja, sie ist aus dem Move rausgekommen. Ja, das hat es gebracht, natürlich. Ja, aber es hat Kraft gekostet. Da, drei so Räder zu schlagen da, bei der heißen Halle. Ja, oh, Slingblade. Slingblade. Noch einmal. Ja, Calypso, vielleicht will sie einfach versuchen, ja, cool, ein Feuerwerk abzubrennen und... Stalling, das ist jetzt wichtig. Raus, Regina Rosendahl, vielleicht eine kleine Erfrischung zu sich nehmen. Oh, noch ein Rad. Und Superkick, wow! Also der hat mal gesessen, Regina Rosendahl. Ich glaube, die weiß jetzt gar nicht so recht, wie er geschieht. Ja. Oh, ja, da ist schon der Fehler. Ja, kaum sagen wir das, geht's natürlich. Das ganze Showboating, der Ratschlag, ich meine, sie sollen in den Zirkus gehen. Vielleicht gibt es ja sogar einen Zirkus Calypso irgendwo. Davon kann man ausgehen, also einen Zirkus Rosendahl wird es glaube ich nicht geben. Ja, was? Ja, wieder das Rad, das ist der Trademark-Move. Ja, offensichtlich. Ja. Jetzt ein Vorarm. Eingesprungen vom zweiten Seil von oben nach unten geschlagen, ist natürlich von Vorteil, wenn man ja, kleiner die ist. Ja, hat das genau. Ja, was wollte? Sie wollte sie jetzt die Regina Rosendahl reinsuplexen? Also das war ein Fehler. Ja, das unterschätzen die Damen, also... Groß und ganz sind ja die Damen alles Leichtgewichte, ja. Oh, wow, ein Hip-Block der Hüfte. Ja, Calypso ist sichtlich angeschlagen, die hat ja einiges eingesteckt. Also da müsste man vielleicht mal überprüfen, ob sie keinen Peitschenschlag-Syndrom davongetragen hat.
Aber ich glaube, der Ref hat das gecheckt und sie kann weitermachen. Denn sonst wären wir hier schon dazwischen gegangen, nehme ich an. Ja, also lasse ich auch Zeit. Natürlich, wie gesagt, die Halle ist, es ist sehr heiß hier und man muss es auch sagen, Regina Rosenthal ist wahrscheinlich nicht die Beste in Sachen Cardio. Ja, die braucht natürlich einiges an Energie, um sich in Bewegung zu setzen und diese Masse in Bewegung zu halten. Das ist dann für Calypso vielleicht ein bisschen eine einfachere Aufgabe. Aber hier, oh, harter Kniestoß in die Magengegend. Also das raubt natürlich auch Calypso dann die Luft. Ja, die absolut richtige Taktik von Regina Rosenthal hier, Calypso die Geschwindigkeit und die Luft zu nehmen. Genau. Dann gibt es eben keine Räder mehr, die geschlagen werden. Das ist klassisch Ted DiBiase-Style. Das haben wir bei ihm auch gesehen früher. Also die hat sich da schon einiges abgeschaut von wirklichen Klasse-Wrestlern. Ja, auch Kento Kobashi ist bekannt für diese Whip-Ins und die Kniestöße, gefolgt von einem Russian Leg Sweep, aber den braucht sie nicht mal, weil Calypso Regina Rosenthal. Kurzer Prozess, haben Sie das gesehen, diese Geste? Ja, aber es ist noch nicht vorbei. Ich mache mit der kurzen Prozess. Ja, dann muss sie erstmal runter zum Cover. Eins, zwei und Calypso kommt noch raus. Ja, aber es war zu leger, dieses Cover. Ja. Also das war einfach zu selbstbewusst vielleicht schon, aber ja, aber sehen Sie mal diesen Grinser im Gesicht von Regina. Also die ist sich ihrer Sache schon sehr sicher. Ist der von ihrer Fähigkeit überzeugt, ja? Die ist ja in Finnland die absolute Nummer 1. Das ist eine die hat dort Wrestlerinnen trainiert, also die ist dort in Finnland die Damenwrestlerin und sie gibt heute das Debüt bei ROE Glam. Oh. Ansatz, Backdrop, oh. Wahnsinn. Hart und schnell ausgeführt. Das war's für Calypso, ich würde sagen. Das ist eigentlich ein Move, den man im Ladies Wrestling eins, nicht so oft sieht. Zwei, das stimmt. Aber führt auch nicht zum das gewünschten ist unglaublich, Erfolg. Die kommt da raus. Calypso ist zäher als angenommen. Calypso übrigens aus der Schule auch von einem Mann, den Sie gut kennen, Herr Peter Flash Gordon. Ah, na, das ist natürlich ein Qualitätskriterium. Ja. Vielleicht hat sie auch mit Persephone trainiert. Ja, die hat dort, wie gesagt, die alle kennengelernt. Natürlich mit den Wrestlern, die damals auch teils bei NWA Germany, Franz Schumann dabei hatten. Die kennt die alle, aber ja, heute ist sie auf sich alleine gestellt. Ja, aber sie kommt jetzt zurück in diesen Kampf. Ja, oh, Suplex. Nein, Suplex. Ja, das war sehr optimistisch. Schwachsinn, was sie da macht. Wie soll sie Regina Rosenthal mit, weiß ich nicht, 90, 95 Kilo wird die schon haben? Ich meine, man spricht ja normal nicht über Gewichte bei den Damen, aber ich glaube, das darf man hier schon machen. Eine sehr vorteilhafte Einschätzung. Ist man von Great Jesse gar nicht gewöhnt normalerweise, ja. Herr Peter, oder? Ja, also vielleicht hat er auch ein wenig Respekt vor Regina Rosenthal und was man dann im Backstage zur Rede stellen könnte. Ja, hoffentlich. Oh! Eingesprungener Lucha-Arm-Drag hier jetzt vom Seil. Und wir sehen, Calypso nutzt wieder. Oh, da geht Regina Rosenthal schon zu Boden. Und da ist die offensichtlich die Puste ausgegangen. Ja, und jetzt hier das Cover von Calypso, aber. Ja, wie viel Luft hat Calypso noch? Das ist die Frage. Das stimmt. Ein sehr geschätzter amerikanischer Kollege hätte gesagt: Hook the leg, man. Aber. Das Match geht in die Endphase. Also da ist nicht mehr viel. Glaube, die haben nicht mehr viel. Gottes Willen! Das tut, glaube ich, Regina Rosenthal genauso weh wie Calypso. Zieht sie jetzt hier an den Füßen durch den Ring? Die Schlussfahrt, oh Gottes Willen, die da ist auf Top Rope. Also wenn da jetzt ein Splash oder was dergleichen kommt, aber sie muss rauf, sie wartet. Ein Top-Rope-Splash, Herr Peter? Ja, oder ein Foot-Stomp, das wäre ja. Dann ist es. Auch fatal. Aber die Dings. Calypso steht schon wieder, vielleicht ein High-Cross-Party noch? Nein! Oh oh. Calypso springt hier rauf, ja, kommt nochmal nach. Rosenthal ist. Ja, was hat sie denn jetzt vor? Das kann doch nie funktionieren. Setzt einen Suplex an? Ja! Oh Gott, das will ich. Ja, und so kann man natürlich auch. Superplex vom zweiten Seil. So kann man eine Überraschung herbeiführen, denn das, glaube ich, hat Regina Rosenthal auch. Verspürt sie auch selten, dass man hier runtergeworfen wird mit einem Suplex. Wahnsinn. Ja, aber Calypso ist selbst da immer noch angeschlagen. Das könnte vielleicht sogar ein Double Countout werden für beide. Wir haben angezählt.
Ja, die Fans zählen hier sogar schon mit dem Referee. Aber sie schaffen es zumindest auf die Knie. Ja. Also das, die holt da schon wirklich alles raus, die beiden Damen. Also, ja, ich muss ehrlich sagen, mich irritiert dieser 80er-Jahr-Haarschnitt von Calypso ein wenig. Ja, das ist jetzt wieder modern. Aber das mochte ich in den 80ern schon nicht. Und die habe ich miterlebt. Ich meine die 1880er. Dieser Schlagabtausch, Herr Peter, was... Konzentrieren Sie sich auf das Match und auf die Frisur jetzt. Und jetzt ist tritt Calypso voll auf. Oh, Calypso setzt hier, will ja einen Ansatz zu einem German Suplex mit Regina Rosenthal, also das. Dann vielleicht ein Roll-Up, nein, aber auch einen Superplex geschafft. Das hat sehr viel Kraft gekostet. Bier! Also mir kommt vor, Calypso versucht einfach ihre Linie durchzuziehen, egal wer ihre Gegnerin ist. Ich, ja. Und probiert einfach hier ihre Moves, die sie hat, gegen eine echte Gegnerin wirklich, die ist jetzt die gesamte Luft geraubt worden. Das ist Bier. Und geht sie wieder aufs Top-Rope? Nein. Das zweite Seil zumindest. Legdrop! Oh, ja, Bull Nakano lässt grüßen. Das war's. Das war's für Calypso. Da kommt sie wieder raus. Eine beeindruckende Vorstellung von Beiden Rosenthal. Eigentlich. Muss man sagen, von beiden eigentlich. Von beiden, aber bei Regina Rosenthal geht halt die hat halt den Sieg eingefahren und bei der geht jetzt nach oben. Ja, was will die? Will die vielleicht künftig mal anklopfen, wenn es eine Championess gibt? Da gibt es heute auch noch etwas zu besprechen. Calypso auch mit einer tollen Leistung bisher in diesem Match, aber vielleicht muss sie da nochmal am Gameplan ein bisschen feilen. Die muss ich in der Schlange jetzt hinten mal anstellen.